Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen beim neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mir zur Aufgabe genommen, weil sich das sehr viele gewünscht haben, ein Einkaufsvideo bei Kaufland zu drehen. Wir befinden uns hier vor Kaufland. Ich werde reingehen, ich werde gucken, was ich euch so zeigen kann, was auch immer wieder ein bisschen neu ist. Es ist schwer, immer wieder neue Sachen zu finden. Aber ich habe ein paar Sachen auf meiner Liste, die noch nicht vorkamen. Falls ihr noch weitere Tipps haben wollt oder andere Sachen, ich habe mehrere Einkaufsvideos schon, die sind alle unten verlinkt. Checkt die gerne aus. Aber heute sind wir bei Kaufland und ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Lasst uns reingehen und lasst uns quatschen. So Leute, wir sind jetzt hier vor dem ersten Spot. Was heißt erster Spot? Wir sind hier vor der Salat, also vor diesen Fertig-Essenssachen, fertige Smoothies und sowas. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin eigentlich gar kein Kaufland-Käufer, aber weil viele sich das gewünscht haben, habe ich mir die letzten Woche mal ein bisschen so zur Aufgabe gemacht und bin immer wieder ab und zu mal, obwohl es ein riesen Umweg war, hier einkaufen gegangen, um mir ein bisschen ein paar Informationen zu geben, um einen Überblick zu verschaffen. Einen kompletten Überblick habe ich immer noch nicht bekommen, weil es einfach zu groß ist. Aber ich habe mir ein paar Ecknotizen gemacht und habe ein paar Sachen genommen, die ich auf jeden Fall ansprechen will. Also wenn ihr mal rüber seht, diese ganzen Salate, ihr wisst ja, diese abgepackten Salate oder Sandwiches oder was auch immer, die Leute immer in den Mittagspausen und sowas einfach schnell nehmen, weil die halt kein Meal Prep betreiben wollen. Finde ich an sich eigentlich eine smarte Angelegenheit. Finde ich eigentlich cool. Bloß oftmals hast du einfach zu wenig Nährstoff oder zu wenig für das, was du einfach dann zu Hause dir einfach zusammen machen könntest. Also da fehlt mir ein bisschen so diese, einfach die guten Komponenten. Auch allgemein jetzt so, also zum Beispiel bei dem Salat jetzt hier. Also das ist offiziell nur Feldsalat, bisschen mit Mais, bisschen Käse, sehr das billigste Hähnchen, was du glaube ich haben kannst, irgendein Dressing und zwei Tomaten. Also ich küsse dein Herz, also das ist nicht mal, das kannst du zu Hause in 3 Sekunden machen. Also verstehst du, was ich meine? Also wenn du irgendwas holst, wo du sagst, okay, du hast irgendwie fertige Nudeln oder ein Reisgericht oder sowas, wo auch ein bisschen speziellere Soßen sind, als einfach nur ein, keine Ahnung, Caesar Salad Dressing, was du in jedem abgepackten Dings holen kannst. Verstehst du, was ich meine? Das muss ein bisschen, in meiner Meinung nach, ein bisschen innovativer sein. Das finde ich zum Beispiel eine reinste Katastrophe, diese Sachen hier. Also du hast hier, das ist ja ein Sandwich, also 2 Toastscheiben mit ein bisschen Belag drin. 460 Kalorien, 30 Gramm Fett, okay, 15 Gramm Eiweiß, okay. 6 Gramm Zucker, also Dicker, das ist eine reinste Katastrophe. Also wer sich sowas holt, anstatt sich einfach 2 Toastscheiben zu Hause zu machen, ein bisschen Frischkäse, 2 Putenbrustscheiben, 2 Gurkenscheiben, also Dicker, und das zusammen zu klappen und das einfach mitzunehmen. Also wer sich da zu schade ist und sich das reinkloppt, dann jede weiß Hoffnung ich verloren. Also was ist jede Hoffnung verloren, aber da muss man auf jeden Fall schon sehr faul sein, um das zu machen. Du zahlst hier 1,50 Euro für diesen Klecks Nudeln Pesto. 130 Gramm, aber das ist ja der gekochte Zustand. Ungekocht sind das vielleicht, keine Ahnung, 50 Gramm sein, mit bisschen Pesto. Also wow. Also meiner Meinung nach, Salate kann man machen, die anderen Sachen würde ich nicht machen. Salate auch nur machen, wenn ihr wirklich unter krassem Zeitdruck seid. Thema Smoothies ist ein ganz, ganz großer Trugschluss. Wenn ihr Vitamine zuführen wollt, dann isst frisches Obst, frisches Gemüse. Erstens werdet ihr von länger satt und einfach von der Nährstoffdichte ist es einfach viel, viel besser. Außer ihr habt eine eigene Pressmaschine und presst eure Sachen selber, das ist was anderes. Ganz banales Beispiel. Wenn ihr das liest, ihr denkt euch, Ingwer-Shot, wow. Super, hier sollte eigentlich nur ein bisschen Wasser drin sein und Ingwer. Oder ja, am besten nur Ingwer. Ja. Gucken wir uns die Zutaten an. 78% Apfelsaft, 10% Ingwer. Ist das euer verdammtes Ernst, ihr Heuchler? Oder 10%, das ist vielleicht so viel. Der Rest, ihr trinkt eigentlich nur Apfelsaft. Wenn ihr Ingwer-Shots machen wollt oder Ingwer-Shot, zum Beispiel diese Marke, ist von den ganzen, also ich habe alle durchgeguckt, alle haben 10%. Ist der einzige. True Foods, der hat 30%. Ist noch vermarktbar, sage ich ehrlich. 30% ist vermarktbar. Also ist wahrscheinlich dann hier so ein Stück. Ist okay. Ich bin immer noch ein Fan eher von der Ingwer-Knolle, einfach roh zu essen, ein bisschen mit Honig, schmeckt genauso süß. Ihr habt nicht diesen Dings, weißt du, tunkst einfach in Honig rein und hast... Wahrscheinlich auch günstiger sogar. Ist auch noch günstiger. Diese ganzen Sachen, das ist einfach nur Zucker zugesetzte Sachen hier. Für Leute, die sich damit nicht auseinandersetzen, die denken sich, boah, das ist grün, das ist automatisch gesund. Oder dieses schönes Rot, das kann ja nur gut sein, aber leider ist es nicht so. Aber jetzt wisst ihr es. Die ganzen Nüsse hier, auch von Preis-Leistung super billig. Also was heißt super billig? Billiger auf jeden Fall als bei anderen. Was ich festgestellt habe, weil ich mich mit Kaufland nicht so auskannte, der ist übertrieben billig zu anderen Sachen. Also eigentlich du sparst eigentlich voll gut Geld. Zum Beispiel hier Walnusskerne von der Eigenmarke. Normalerweise kosten die locker 5 Euro oder so bei Edeka. Ja. Oder 6 Euro. Hier hast du 3 Euro, 2,60 für 200 Gramm. Sage ich immer wieder, also das ist eh ein Cheat für Leute, die zunehmen wollen. Obst und Gemüse gehe ich jetzt nicht ein, aber ich kann sagen, dass auf jeden Fall Obst, Gemüse hier eine super Auswahl ist. Qualität ist auch gut. Apropos zu Obst und Gemüse, ein Tipp. Viele waschen ihr Obst und Gemüse nicht gründlich ab durch die Pestizide und sowas.
Was ihr zum Beispiel machen könnt, ist, wenn ihr so eine riesen Schale habt, ihr macht warmes Wasser rein oder normales Wasser, macht Natron rein und legt dann euer Obst und Gemüse hin und lässt es ein paar Stunden da ein bisschen sauber machen. Natron tötet die ganzen Pestizide und sowas ab und dann habt ihr einfach sauber. Sauberer, als wenn ihr kurz für 2 Sekunden da... Ich mach das auch nicht immer, aber es ist besser, wenn man es macht. Eine Sache, dieses neue Produkt ist mir ins Auge gefallen. So, diese Eiweißbrote allgemein. Sag ich ehrlich, bin ich eh nicht so ein großer Fan von. Aber wenn ich mir das jetzt zum Beispiel... Also die Dinger hole ich mir manchmal selber, muss ich ehrlich sagen, die mit Dinkel. Das wird angepriesen als Eiweiß. Wenn ich mir aber die Nährwerte angucke, man erkennt sich so gut. Egal, ich sag's. Also ein Toast, ein Brötchen hat hier 144 Kalorien. Der hat 128, 4 Gramm Fett, 0,7 Gramm Fett, Dinkel. Der hat 8,4 Gramm Eiweiß und der hat 6,5 Gramm. Lieber würde ich mir den holen, war sogar etwas an Fett, weil dafür, du isst ja nicht nur einen davon, sondern du isst wahrscheinlich zwei. Machst ein Spiegelei drauf, hast wenigstens hochwertiges Eiweiß. Spaß Kalorien, ist bessere Nährwerte und ist günstiger. Ich habe darüber schon mal ein Rezeptvideo gedreht gehabt. Ich muss ehrlich sagen, sind natürlich teurer, aber nährwerttechnisch und qualitätstechnisch super. Edamame-Nudeln und Kichererbsen-Nudeln. Gucken wir uns die Nährwerte an, weil die sind unglaublich. Pro 100 Gramm, das ist wirklich wow. Ballaststoffe 26 Gramm. Kichererbsen 41 Gramm, 26 Gramm. Also wirklich, wenn ihr das gewisse Kleingeld habt, probiert das unbedingt mal aus. Ich habe sogar ein Rezept, können wir sogar mal. Die kann man auch schnell zubereiten, ne? Sehr schnell zubereiten, die sind in 5 Minuten fertig. Sehr, sehr geiles Produkt, feier ich sehr. Auch ein teurerer Spaß. Qualität ist halt teurer. Bin ich auch ein großer Fan von, muss ich ehrlich sagen. Weil du hier wirklich gute Inhaltsstoffe hast. Landbrot mit Buchweizen. Du hast hier sehr viel Auswahl an, zum Beispiel hier das Brot. Das ist mit Leinsamen, Sonnenblumenkernen, Sauerteig halt gemacht. Du kannst sie halt schön toasten, hat auch eine geile Konsistenz. Wenn du hier zum Beispiel guckst, das Landbrot, das hole ich mir fast immer. Eine Brotscheibe, 122 Kalorien, 1,7 Fett, 4,5 Ballaststoffe. Eiweiß ist natürlich jetzt nicht so Dings. Aber für ein Brot, ich bin halt Fan von den Inhaltsstoffen her. Wenn du sagst, hier du hast Sauerteig, Buchweizenmehl, es ist Reismehl, Flohsamenschalen, gut für den Bauch, also für den Darm. Und es ist glutenfrei. So Fleisch, Wurst und sowas natürlich immer. Ich hole es nicht von hier, aber wenn ihr darauf achtet, achtet auch mal, dass es Bio-Qualität ist und nicht hier das hier zum Beispiel. Ich nehme es jetzt nur als Beispiel. Halterungsstufe 2 ist immer Katastrophe. Also ihr solltet mindestens 3 nehmen oder am besten 4. Aber so 1, 2. Das Ding ist, ich könnte ein Video hier drehen von 2 Stunden, wenn ich jedes Regal durchgehen würde. Deswegen versuche mich wirklich auf wichtige Sachen zu konzentrieren und vielleicht auch irgendwie Abwechslung zu bringen, falls ihr noch mehr Informationen sehen wollt. Ich habe ja schon mehrere Einkaufsvideos, check die ab. Was ich bei Kaufland sehr, sehr feiere, du hast hier sehr, sehr viele Gewürze. Kann man sich auch immer durchprobieren. Wie gesagt, es ist auch immer eine Sache vom Budget. Ihr könnt auch zum Beispiel diese Gewürze nehmen, die sind halt vom Preis-Leistung, also was heißt Preis-Leistung, vom Preis her am billigsten. Aber oftmals ist hier auch viel immer so Zucker zugesetzt und sowas. Also bei Gewürzen bin ich immer Fan von hier, von diesen ganzen Wagner und sowas. Die haben immer sehr gute Qualität. Zimt würde ich, wenn ihr wirklich so, wie zum Beispiel sehr, sehr viel Zimt immer der Ceylon-Zimt. Das ist einfach von der Bio-Verfügbarkeit wirklich einer der besten Zimtsorten, die es gibt. Ist zwar auch ein bisschen teurer, aber lohnt sich. Und der Geschmack ist auch intensiver, meiner Meinung nach. 2 Sachen, die ich auch im Kaufland entdeckt habe, ist einmal dieser Dinkelreis. Von der Konsistenz echt sehr, sehr lecker. Nährwerte auch super, sehr viel Ballaststoffe, hat auch gutes Eiweiß mit drin. Also relativ auf 100 Gramm, 13 Gramm, 7 Gramm. Also mittlerweile, Dicker, ich bin Markenbotschafter von Dinkel geworden, ich schwöre. Ich liebe Dinkel einfach, weil es einfach auch für den Magen-Darm-Trakt einfach besser ist. Es macht dich satter, es ist ballaststoffreicher, hat sogar mehr Eiweiß, ist einfach besser. Ich persönlich benutze es nicht, weil ich es einfach nicht nötig habe, aber jeder, der auf krass Diät ist und unbedingt mal Nudeln, also Nudeln essen mit Nudeln, könnt ihr auch so essen. Aber sagen wir mal, ihr habt abends nochmal Bock auf eine extra Portion Nudeln. So, nachdem ihr schon eure Nudeln gegessen habt, nochmal auf eine extra Portion Nudeln. Natürlich die Dinkelnudeln oder Linsennudeln oder so natürlich. Ihr müsst die aber richtig gut vorbereiten. Ich glaube, ich muss mal darüber ein YouTube-Video machen, wie ich die vorbereite, dass es wenigstens vom Geschmack her gut ist, weil hier musst du auf jeden Fall gut zaubern. Das ist wie Tofu. Das sind Cognac-Nudeln. Die sind so durchsichtig und die haben einfach 0 Kalorien, also 8 Kalorien. Es ist krass, dass Kaufland die anbietet, weil die sind normalerweise voll schwer zu finden. Die sind zwar geisteskrank teuer, Filme runter. Das ist wirklich, wenn ihr wirklich an eurer Diätgrenze seid und ihr wisst nicht mehr wohin und ihr habt so einen Hunger, dann könnt ihr das mal essen. Ich werde mal drüber ein Video machen oder ich werde das mal im Vlog oder so von mir einbauen und einfach mal zubereiten, weil hier kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel falsch machen und dann könnt ihr Drachen lernen. Könnt ihr vielleicht ein kleiner kommen. Bubble. Tiefkühlware. Ich habe mir letztens einen Airfryer besorgt und ich bin Fan von denen geworden. Nährwerte super. Ihr habt Süßkartoffelpommes. So, ist ein bisschen so zum Naschen.
ihr müsst ja auch mal ein bisschen, wie man die Mahlzeit ein bisschen petten kann. Ihr habt Süßkartoffelpommes, ihr habt ein bisschen normale Pommes und ihr habt rote Beete-Pommes. Nährwerttechnisch ist auch nicht zu viel Fett. Auf 100 Gramm 127 Kalorien, 6 Gramm Fett. Für Pommes überragend. 5 Gramm Ballaststoffe. Habe ich probiert. Kriegt von mir Cyborg-Warentest bestanden. Auch Fischauswahl sehr, sehr viel hier. Die ganzen hier Seelachs-Sachen, sehr gutes Eiweiß hier, die ganzen Seelachs-Filets und so. Stimmt, Digga, ich hab auch. Das ist Alaska-Seelachs, ich wollte hier auch mal ein Rezept machen. Sorry, geht auf meinen Nacken. Versprochen gehabt, hab ich noch nicht eingehalten, aber werde ich jetzt machen. Mit den 0 Kalorien. Mit den 0 Kalorien, ich schwöre, das wäre, glaube ich, das krasseste Low-Calorie, High-Protein-Diät-Essen, was es geben würde, glaube ich. Perfekt für Leute, die Muskelkater bekämpfen wollen. Ein Riesenfeld von Ananas, senkt die Entzündungswerte und Sauerkirschen. Auch super gegen Muskelkater. Du holst zum Beispiel abends, morgens kannst du das zum Beispiel direkt auch in deinen Porridge reinmachen. Bisschen so als Tiefkühlobst. Mhm. Abends ganz einfach Sojajoghurt, Magerquark oder Pudding. Du nimmst die Sauerkirsche, machst die in die Mikrowelle für eine Minute. Dann werden die so flüssig. 1:1 rote Grütze. Machst du über deinen Joghurt drauf. Bisschen Flavin Tasty, Code Arter, maximaler Rabatt. Ich schwöre, Bruder, rote Grütze. Ich mein's wirklich ernst. Schmeckt süß, bisschen säuerlich. Richtig geil. Und sehr gesund. So, kommen wir zu den Proteinsachen. Ganzen Protein-Joghurt und sowas gibt es auch woanders. Das Einzige, was ich bei Kaufland Neuen auch gesehen habe, dass sie das hier anbieten, die ganzen Egg-White-Sachen. Es war teurer. Ich bin nicht gezwungen, das zu sagen. Es ist viel aus Amerika gehört. Ich hab auch schon das öfters vorher benutzt, aber das ist doch für den Dings jetzt. Gehen international, müssen jetzt ein bisschen Dings. We know this for America, man. And yes. It's good, egg whites, nature. Ja, wie gesagt, es ist halt einfach pures Eiweiß. Auch super für Diät, also für die Diät. Ihr habt null Fett, ihr habt wie gesagt, schon pures Eiweiß. Das schmeckt auch sehr, sehr gut. Das schmeckt ein bisschen mit Raspberry, auch egg white mäßig gemacht. Auch auf 148 Kalorien, 0 Gramm Fett, 10 Gramm Eiweiß, kein Zucker. Sehr, sehr geil. Habe ich ja letztens in meinem Vlog sogar gezeigt, mit egg white. Und ja, hier Preis-Leistung, High-Protein natürlich. Karamellgeschmack schmeckt sehr gut. Für 1 Euro kann man die Eigenmarken. Vegane Ersatzprodukte ist von den Nährwerten her besser als die anderen. Normalerweise sind die veganen Ersatzprodukte, also die Fleischprodukte, immer sehr, die werden niemals leanes Fleisch oder sowas kriegen. Aber meiner Meinung nach, zum Beispiel 7 Gramm oder 8 Gramm oder jedes Kebab hat zum Beispiel nur 6 Gramm. Hat zwar natürlich mehr Kalorien und sowas, aber 6 Gramm, also ihr werdet nicht weniger finden. Ich glaube, es gibt sogar noch eins, das hat mal 4 Gramm gehabt, das habe ich mal gesehen. Aber sonst haben die immer so 13, 15, 20 Gramm Fett. Natürlich ist Eiweiß auch nicht schlecht, 30 Gramm. Das heißt auch Soja. An alle Veganer oder Leute, die mal ein bisschen Alternative haben wollen. Natürlich auch teurer, klar. Aber die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Geschmacklich können die was? Geschmacklich. Also das schmeckt auf jeden Fall. Das schmeckt nach gar nichts, weil es halt ungewürzt ist. Muss ich ehrlich sagen, da musst du extra würzen. Aber dieses Kebab schmeckt gut. Ernsthaft. Also kann man auf jeden Fall machen. Dinkelblätterteig. Ihr denkt euch jetzt, was will er mit Blätterteig? Ja, das ist so einfach. Das ist der fertige Teig. Nährwerttechnisch super. Ausrollen wie eine Pizza. Leitkäse nehmen, bisschen Tomatensauce oben, passierte Tomaten, bisschen Oregano, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, Leitkäse drauf, bisschen Imbrust, was auch immer, oder Pastelma, schmeckt auch super, bisschen Pastelma. Rollt ihr das bisschen ein, schlack, 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 tack, packt ihr den Ofen rein. Zeig mal, was rollen nochmal. Schlack, 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 schlack. Und sind 10 Minuten fertig. Schmeckt wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Dinkel, Leute. Ich finde, das ist einfach eine gute Alternative, wenn man Bock hat zur Pizza. Kannst du halt einfach du kannst es selber belegen, der Teig schmeckt gut, ist knusprig und du kannst einfach mehr Eiweiß rausholen und so, ihr wisst schon, was ich meine. Von den Dingen her, vom Fett her und sowas, natürlich kannst du da ein bisschen spielen, so vom Käse her. Der Teig an sich, von der Basis, macht dich auch länger satt als eine normale napolitanische Pizza oder so, die du isst. Abends kommst vom Training, rollst schnell aus, zack, zack, machst rein. Schiebst den Ofen, in der Zeit gehst du duschen, wenn du raus bist, ist es fertig. Schneidest du an, 10 Minuten, super. Ich zeige euch jetzt den größten Scam, den es in der Käsegeschichte gab. Ich habe ihn aufgedeckt. Ich liebe Babybel, diese erst recht, holen mir die sehr oft. Und Babybel hat eine High Protein rausgebracht. Gucken uns die Nährwerte an. Das ist ja der normale Babybel. Da gibt es Babybel Light und Babybel High Protein. Was würdest du jetzt denken, der sportaffin ist? Die haben auch alle einen unterschiedlichen Preis. Am billigsten, teurer, am teuersten. Natürlich, weil du halt denkst, das ist am gesündesten, am effektivsten, also High Protein, dies und das. Da brauchen wir jetzt nicht groß eingehen, halt normaler Käse, viel Fett etc. pp. Gehst du hier zum Light, siehst du die Hälfte an Fett, was es normalerweise hat. Das ist 25 Gramm Eiweiß, gar keine Kohlenhydrate, super Sache, denkst du dir. Denkst du dir bei High Protein, wow, der hat 25 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm, dann müsste der ja auf jeden Fall noch mehr haben. Gucken wir mal auf die Zutatenliste. Es ist einfach 1:1 das Gleiche. Es ist 1:1 das Gleiche.
Bruder, nicht mal ein Gramm, nicht mal ein Kalorie, nichts ist anders. Es ist eins zu eins das gleiche, bloß das ist eine schwarze Verpackung und das ist eine blaue Verpackung. Immer den nehmen, weil dann spart ihr sogar Geld. So, wenn ihr das Video sieht, ist ja auch dritter Advent, also an alle, die Weihnachten feiern, wünsche ich erstmal einen gesegneten dritten Advent, euch und euren Familien. Ich bin auch großer Fan der Weihnachtszeit, nicht weil ich es jetzt so groß zelebriere und so, aber ich mag einfach so mit der Familie zu sein und dies und das. Finde ich cool, sollte man auch, keine Ahnung, als Nicht-Christ die Zeit mit der Familie verbringen, finde ich eine schöne Sache. Es wird auch viel genascht und ich bin auch der ein oder andere, der immer ein bisschen nascht, was auch vollkommen okay ist. Und das sind meine zwei Favorites, ja. Lebkuchen. Zartbitter? Zartbitter, Bruder. Da muss man ein bisschen wenigstens diesen. Da muss man wenigstens ein bisschen diesen Dings. Ne? Genau. Aber Lebkuchen unglaublich. Und Spekulatius, Bruder. Ich glaube, das mag jeder, oder? Mit warmer Milch, so ein bisschen eintunken und so. Wow. Lebkuchen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblings ist. Manche mögen auch gebrannte Mandeln. Auch wow. So Weihnachtsmarkt, das müssen wir eigentlich vielleicht auch mal machen. Auch wenn ich Lebkuchen und Spekulatius liebe, wir müssen das Video aus Prinzip gesund beenden. Super für Winterzeit. Litschis. Guck mal, wir sind reingekommen. Es war voll. Die haben zugeschlagen. Litschis, sehr, sehr lecker. Und Kaki, liebe ich übertrieben, ja. Wirklich auch sehr, sehr lecker. Sehr underrated. Sehr underrated. Also besten Weihnachtsfrüchte sind meiner Meinung nach Litschis, Kakis und Mandarin. Safe. Die drei Weihnachten oder Winterzeit auseinandernehmen. So Leute, das war's mit Kaufland. Ich hoffe, es war wieder ein paar Informationen da für euch, die ich euch weitergeben konnte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr euch einen zweiten Teil wünscht, falls etwas irgendwas unklar war oder ich mich auf eine Sache mehr konzentrieren soll. Welche nächsten Spots ich auschecken soll, welche Einkaufsläden, ob es Rewe ist, Edeka, was auch immer. Alles gerne in die Kommentare. Ich lese mir alles durch, ich gucke mir alles an. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Ist kostenlos, würde mich sehr, sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.